was mit, ich habe da eine Spende gefunden. Nice. So, ja, willkommen zu Teenage Mutant Ninja Turtles Arcade. Die 1989er Arcade, gespielt wird übrigens auf einer Xbox 360 als Plattform. Wow. Machen wir einen Deal? Du laberst und ich mache einen Powernap? Okay, ich versuche mein Bestes. Ich hab doch 20 Minuten, bleibe ich noch da, also. Ja, los geht es, Singleplayer. Zeit startet, wenn man halt auf Start drückt. Controller, ja, das ist halt so ein typischer Arcade-Controller, Fenaro. Das spielt auf dem Arcade-Controller da drüben, ja. Das ist auch ein Arcade-Game dann, oder? Ja, das war 1989er Arcade-Game. Ach, das halt, das halt später in die NES-Version umgesetzt wurde. Es ist, glaube ich, nicht das, nee, es ist nicht das Arcade-Game, was halt später Grundlage für Turtles 4, Turtles in Time war. Und man sieht, die Designs orientieren sich halt an der 2016er Serie. Und ja, los geht es. Man spielt überwiegend Donatello und man sieht hier im Prinzip, es wird immer nur ein und dieselbe Attacke gemacht, dass halt Donatello hochspringt und dabei mit dem Buchstab zuschlägt. Naja, oder dass er halt die Foot Soldiers dann halt wirft. Basierend natürlich auf der 1980er Zeichentrickserie, wer kennt sie nicht, mit dem geilen Frank Zander Titelsong. Und ja, do not resist us. Und im Prinzip ist es natürlich so, irgendwo ist Drama, April wird entführt, Shredder ist da, ja. Und das ist bei Shredder. Was ich übrigens an der Arcade-Version so genial finde, ist die Sprachausgabe, weil das war halt für damalige Verhältnisse durchaus etwas Besonderes. Und das ist Rocksteady, halt das Rhinoceros. Im Prinzip, wie üblich bei solchen Beat'em-up-Sprints, möglichst nah ran, damit möglichst viel Schaden innerhalb von kürzester Zeit und kürzester Distanz halt verabreicht werden kann. Ja, du hast gemeint, vor allem mit Donatello unterwegs, ist es der gleiche Grund wie eigentlich in jedem Turtles-Spiel, höhere Reichweite mit dem Stab. Ja. Okay. Und es ist auch nicht so, anders als bei anderen Turtles-Spielen, dass halt zwischendurch quasi Donatello zu Tode gedamaged boosted wirst und dann halt auf die anderen Turtles gewechselt wird. Man bleibt die ganze Zeit bei Donatello. Okay. So, im Prinzip hier die Gegner besiegen. Pizza Time! Nur, dass wir jetzt erstmal keine Pizza brauchen. Nutzen wir ein bisschen die Umgebung, indem wir den Wasserhydranten zerstören und dessen Kraft halt dazu führt, dass die. Okay, das ist jetzt ein Glitch. Er springt quasi dieses Gebäude hoch oder glitcht dieses Gebäude hoch und skippt dadurch halt einen Großteil des Stages. Und da sieht man schon den nächsten Boss, Bebop. Also Rocksteady und Bebop. Und man sieht, das ist dezent kaputt, das Stage. Also es wird nicht richtig dargestellt. Trotzdem müssen wir noch halt den Bosskampf besiegen. Aber auch hier kein Problem. Nah dran. Möglichst wenig Distanz und ja. Genaro, ich weiß nicht, ob das auch schon auf der Arcade ging, aber ich vermute mal ja. So, wir sind jetzt in der Kanalisation und müssen heute diese Foot Soldiers davon überzeugen, uns den Weg frei zu machen. Hier taucht dann noch gleich ein weiterer Gegnertyp auf. Also, wenn man so ein bisschen auf den Hintergrund achtet, dann weiß man schon, okay, das könnte es sein. Und das ist auch schon der Ratcatcher. Halt diese Riesenmäuler auf zwei Beinen. Und die, also hier sieht man auch, er weiß genau, wo die Ratcatchers auftauchen und kann sie dadurch halt schnell besiegen.
Okay. Vorsicht vor der starren Wand, die halt runterfällt. Aber wir nutzen halt die Zeit, um die Red Catcher zu besiegen. Pizza Time, halt Lebensenergie, die werden wir wahrscheinlich gleich nutzen, wenn wir die Gegner-Assort erledigt haben. Noch ein Foot Soldier. Okay, noch weitere Gegner. Und erledigt. Dadurch konnten wir jetzt die Pizza aufsammeln, haben wieder Lebensenergie. Und gut ist, die Ekelviecher. Also, weitere Mistviecher. Die Sache ist, wenn ich solche Spiele sehe, ne? Denk mir immer, das Game ist 3 Jahre älter als ich. Wir hatten vorhin verdammt nochmal die Möglichkeit, die Umgebung mit einfließen zu lassen in den Fight. Ja, dass wir die Umgebung ausnutzen. Ja. Wie weit waren damals Arcade-Spiele schon? Ja. Ich meine, Heimkonsolen haben ein bisschen zurückgefahren immer, aber was die Arcade-Spiele damals schon hatten, das ist einfach nur impressive. Kurz auf den Boss einzugehen, ich glaube, das war Baxter Stockman. Baxter Stockman wurde halt damals in den Zeichentrickserien als Weißbrot dargestellt. Der war halt in den Comics in Wahrheit ein farbiger Mann. War. So, wir sind jetzt Stage 4. Und hier werden wir bewusst einen Death-Warp, einen Tod vorbereiten. Wir sehen auch schon, Donatello hat nur wenig Lebensenergie. Das ist fast explodiert. Buttons. Weiter die Gegner besiegen. Reason being, it's going to reduce the number of enemies we have to fight in a given section, and here's where it's going to happen, because I want to kill these four guys with the car. So, und da sind wir jetzt gestorben, haben wieder Donatello. Ich glaube, Sinn und Zweck war einfach, dass wir wieder voller Lebensenergie haben, ehe wir jetzt gegen Rocksteady und Bebop gleichzeitig antreten. Ja, im Hauptstream hat auch gesagt, er wollte volle Lebensenergie und gleichzeitig eben die Gegner, die da waren, möglichst schnell killen und halt die eben vom Auto mit überfahren lassen. Ja. Auch hier sieht man, also das ist auch wieder dieses Beispiel für die Umgebung ausnutzen. Und das ist jetzt ein bisschen unglücklich. Er wollte halt Rocksteady und Bebop gemeinsam haben. Er wollte sie gleichzeitig besiegen. Dadurch hat es jetzt halt ein bisschen hinausgezögert. Unlucky. Und hier frage ich mich, okay, wohin hat Donatello eben geguckt? Wohin sind die Augen gegangen? I don't know, ich hab nicht aufgepasst. Okay. Ja. Gegner besiegen, Feinde besiegen, wir sind auf der Autobahn. Und müssen auch halt aufpassen vor diesen herumfahrenden Autos und Motorrädern. Die ja Gott sei Dank relativ langsam sind, aber auch relativ bildschirmführend fahren. Pizza Time wieder, werden wir gleich aufnehmen. Ja, Energy. I have killed all 5 of them that way, so there's no reason not to go for it. I'm gonna let them dance a little bit though. I'd rather be survival than speed. So this last segment, these guys on the left have trolled. Und jetzt kommen weitere Besonderheiten, diese Stachelbarrieren. Und Foot Soldiers, die einfach mal, ja, Reifen werfen. So, diese Footcopter nenne ich das. Die und werden uns jetzt im Laufe des hessischen Stages des Öfteren noch beschäftigen. Zunächst einmal ignorieren wir sie einfach. Wir bleiben oben links in der Ecke, bis halt das ein bisschen weiter fortgeschritten ist. Und jetzt fangen wir halt damit an, quasi aufzuräumen. Wir bekämpfen diese Foot Soldiers, die auf diesen, ja, ich sag mal, Raketen-Skateboards fahren.
Okay, so I'm trying to reduce their HP. That's not what I wanted. Oh, cool. We got another ground. Okay, good luck. Insert Coin zum Edge DQ. Ja, halt Arcade. Und die Kategorie heißt ja 1CC, also 1 Coin Continue. Das ist ja, glaube ich, ausgesprochen. Also, dass man halt nur mit einer Münze quasi das Spiel durchspielt. 1 Coin Continue oder 1 Kill Continue? Ja. Bei Zelda 2 beispielsweise heißt es 1 Kill Continue, aber das ist. Thank you. And $25 also from Ninja of Sorts and ja. Fatal Loki. Ja. Side-scrolling beat'em up. Ah, an der Stelle, was wäre ein Side-Scroller beat'em up ohne eine Pseudo-Autoscroller-Sektion? Ja, und vor allen Dingen, hier spielt er ein bisschen mit den Gegnern. Man sieht, er bekämpft sie nicht, er hüpft einfach fröhlich durch die Gegend rum. Und, ja. Ich glaube, ich habe Bunky Ball verpasst. Ja, Möbel hast du leider. Wird aber geheilert und auf YouTube hochgeladen. Und um es nochmal zu betonen, es dauert ein bisschen. Ich habe ein bisschen Rückstand. Ja, das kriegt man aber. Für die Leute, die ein bisschen ungeduldig sind, die kamen ja immer noch ins Twitch-Highlight. Ja. Also Twitch VOD. Ja, we gotta save Splinter. Splinter wurde jetzt entführt. Und man sieht, das Gegneraufgebot ist ein bisschen massiver geworden. Aber wir nutzen einfach mal das Fass, um die Gegner ein bisschen kleiner zu verbreiten. Sehen auch wieder, dass er weiß, wo diese Redcatcher spawnen. Ein bisschen Schaden kassiert, ist egal. So, it's more important than ever, because these Spear guys, as I mentioned before, just. Ich denke, er versucht jetzt gerade die Feinde ein bisschen aufzureihen, damit er möglichst viel auf einen Schlag erledigen kann. Ja, das sieht gut aus. Ja, schade. Wir haben sich jetzt wieder verbreitet. So, lass den Foot Soldiers bekämpfen. Partying over there. I'm gonna actually manipulate these guys. Fan guys are incredibly dangerous. Roboter bekämpfen, Gegner bekämpfen, also das übliche halt. Hab ich übrigens schon erwähnt, dass in der 80er Jahre Zeichentrickserie die Foot Soldiers Androiden waren? Das war halt ein interessanter Gedanke. So, Minicopter, die natürlich gleich nerven. Er hat ganz schön. Ja, tot. Feldschock. Und wieder Continue. Das war nicht so vorgesehen. Also da hat er halt einfach Pech gehabt, dass diese Minicopter ihn ganz schön zugesetzt haben. War er nicht, hat er nicht noch einen Coin gehabt, mehr oder weniger? Er hat noch Leben, er hat noch Leben. Ja, er hatte noch ein Leben, genau. Aber trotzdem, muss er halt aufpassen. Jetzt muss er erstmal diese fahrenden Roboter besiegen, aufpassen vor den Geschützen. Da ist eine Pizza. Und das Master Splinter. Und ich habe keine Ahnung, was für ein Boss das ist. Sieht aus wie ein Roboter mit Schnabel. Oh wow, diese Hitbox. Ja. Diese Hitbox von dem Flammenwerfer. Komplett random. Okay, er hat die Pizza genommen. Sehr schön. Nochmal ein bisschen Puffer. Okay. Das stimmt, muss er spenden an AGQ bei Insert Coin. Er hat gerade eben auch irgendwas davon gesagt, dass er pro Tod einen Fünfer rausknallt. Und hat dann auch gemeint, dass er bei 25 mehr wäre mittlerweile. Oh. Schauen wir mal. Also der Boss ist kurz vorm Erlegen, man sieht schon, wie er rot blinkt. Oh, Rotblinken ist immer super. Wenn ich einen rotblinkenden Knopf sehe, tue ich immer drauf drücken. Und er muss aufpassen, er ist gleich wieder tot. Komm schon, noch ein paar Treffer. Der leuchtet nicht mehr rot, der ist jetzt schon fast grau. Das heißt, er ist fast erledigt. Attacke, lehmt nicht. Ah, Scheinmonig. Und in dem Moment, wo er den erledigt hat. Oh man, unlucky. Oh wow. Aber egal. Das ist eine Emulation quasi. Des Original Arcade-Automaten auf der Xbox 360. So. Stage oder Szene 5 im Technodrome. Wo halt Krang lauert.
Roten Knöpfe auf gelben Grund sind besser, die machen mehr Spaß. Werde ich mal bei Gelegenheit ausprobieren, Brinto. Das ist für die, Futsoldiers besiegen. Roboter tauchen auf, die müssen wir auch noch besiegen. Der Bastel Hufid, ja, 1989 ist die Arcade rausgekommen, aber nein, Plattform ist die Xbox 360, weil das Spiel quasi nochmal auf der Xbox 360 herausgebracht wurde, als Emulation. So, hier müssen wir aufpassen vor diesen Kugeln, dass die uns nicht erwischen. Alright, here comes a $5 donation from Red Gibson 83 from the former 999% record holder to Elrock. Awesome. Wieder diese Foot Soldiers besiegen. Let's kick some cancer. Weitere Feinde tauchen auf. And also G Chris with $50. Super Monkeys and Ninja Turtles in one sweet hour. Muss wieder aufpassen, er kassiert schon wieder ein bisschen zu viel Schaden. Da ist zwar eine Pizza, aber er muss es nicht herausfordern. Ja. Er will ja auch so spät wie möglich die Pizza immer nehmen, weil er sich eben sicher sein will, dass er seine maximale Heilung bekommt. Und wer die jetzt schon vorher benutzt hätte, die Pizza, hat hier einen Boss gerade vor sich, also... Das ist, glaube ich, General Rock, also der Anführer der Rock Soldiers. Zeichenserie Uni. Und ja, im Prinzip immer mit dem Stock draufhauen. Gleichzeitig auch versuchen, ihn so ein bisschen zu stunlocken, ihn nicht dazu kommen zu lassen, dass uns angreift. Okay, jetzt die Pizza aufsammeln, sehr schön. Weiter, ja. Ich kann die Tour absolut kein blassen Dunst Bloodborne. Kenne mich leider mit den Turtles nicht ganz so gut aus. So. Und da ist Krang mit seinem Roboter. Im Prinzip genauso wie mit dem Rock Soldier vorgehen. Also immer wieder ran, schlagen, ausweichen, nah ran, zuschlagen, wieder ausweichen. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass diese Strat jetzt eben mit anderen Charakteren nicht funktionieren würde, weil man sieht schon sehr gut, dass er auch die Reichweite vom Stock eben gerade ausnutzt. Ja. Und Donatello hat eben die längste Reichweite von allen normalerweise, weil er eben der Einzige ist, der mit einem langen Stab kämpft. Ja. Und man sieht auch schon, der Boss ist schon ziemlich angeschlagen. Er raucht, er qualmt. Und jawohl. I'm invincible. Und da ist Shredder, der auf einmal sich verdoppelt. Ja, einer wäre auch zu einfach gewesen, ne? Ja. Wir kennen es von den Arcaden-Spielen, die müssen schwer sein, damit die Leute lange dran spielen, um es endlich zu schaffen. Ja. Und noch dazu speziellen Attacken, wie zum Beispiel Blitz zu schleudern. Der erste Shredder hat seinen Helm verloren, jetzt kommt auch der zweite. Ja, aber... ich glaube, der erste, der ist out of combat. Ja. Also man sieht, der Runner versucht die ganze Zeit auf der linken Seite zu bleiben, sich nicht weiter vorzubringen. Ich denke mal, wenn er sich wieder nach rechts bewegen würde, würde der zweite Shredder dann wieder aktiv werden. Ja. Und so ist er jetzt einfach ein bisschen am Moonwalken, warum auch nicht. Ja. Okay, der Helm ist down. Der Helm ist up. Jetzt geht's halt darum, jawohl, und da ist Shredder besiegt und das ist Time. GG. Nice. Das heißt noch nicht ganz, Zeit ist jetzt. Man muss den Technodrome sehen. Okay. Okay, danke dir, Bloodbound. Ach ja. Good old Arcade Brawler. Ja. Old fashioned. Mit Speedruns ist immer so ein bisschen schwierig, aber die Sache ist halt, in den Speedruns sieht es eventuell nicht so spektakulär aus, aber die Arcade-Roller waren halt scheiße schwer immer. Ja. Und dass er da jetzt einfach so durchgerannt ist,
einfach schön anzuschauen. Es ist ein Zeichen von Skill. Genau. Auch ein Zeichen von Skill ist eure Kommentare. Die sind voller Skill. Ich hab es super gemacht, wie immer. Jo. Ich werde mich allerdings jetzt verabschieden. Ich habe morgen mein Kostüm ablösen. Du hast uns gesagt, wann du willst. Mach. 8:38 Uhr. 8:38 Uhr. Also in dem Sinne, bis dann, Leute. Bis dann. Geh jetzt schlafen. Geh auch eine gute Nacht, Tiger. Ciao. Tschüss. Es ist Mitternacht, Alter. Man muss schlafen gehen. Oh, das habe ich jetzt nicht laut gesagt. Er hat es nicht mehr mitbekommen.